Der Bereich der Wasserversorgung wird nicht unter die Richtlinie über die Konzessionsvergabe fallen. Der EU-Binnenmarktkommissar Michel Barnier hatte überraschend bekannt gegeben, dass die Wasserversorgung komplett aus dem Anwendungsbereich der Richtlinie genommen wird. Bei uns ist die CSU-Europapolitikerin Angelika Niebler. Frau Niebler, wie kam es zu dieser Kehrtwende? Wir haben seit vielen Monaten massiven Druck im Europäischen Parlament aufgebaut. Wir wollten, dass die Wasserversorgung komplett aus dem Anwendungsbereich der Richtlinie herausgenommen wird. Wir hatten große Unterstützung, weil viele Bürgerinnen und Bürger dieses Begehren ja auch unterstützt haben. Es gab das erste europäische Bürgerbegehren. 1,5 Millionen Bürger haben hier unterzeichnet. Und es gab sehr, sehr viel Widerstand auch aus den Rathäusern, den Landratsämtern, also die Bürgermeister, die Landräte sind vorstellig geworden, bei uns im Parlament, aber auch in der Kommission. Und der ganze Druck, glaube ich, hat dazu geführt, dass der Binnenmarktkommissar eingelenkt ist und wir die Wasserversorgung Gott sei Dank aus der Richtlinie heraus haben. Wir wollen keine Privatisierung des Wassers. Und ich denke, das ist jetzt mal eine gute Nachricht auch aus Europa. Das ist in der Tat eine gute Nachricht. Und Sie haben noch eine gute Nachricht, Frau Niebler. Ja, ich habe noch eine gute Nachricht zum 1. Juli diesen Jahres. Wir hatten vor einigen Monaten ja auch die sogenannte Roaming-Verordnung verabschiedet. Es gibt Obergrenzen, um im europäischen Binnenmarkt in Europa zu telefonieren, SMS zu versenden oder Daten downzuladen. Und es gibt eben noch günstigere Preisobergrenzen ab 1. Juli. 45 Cent ein Megabyte, das ist die Obergrenze, die wir fürs Downloaden verabredet haben. Auch eine gute Nachricht, gerade vor den Ferien. In der Tat, das ist eine gute Nachricht für alle Urlauber und vielen Dank und damit zurück nach München. Alle weiteren Informationen finden Sie bei uns im Internet auf tvbayernlive.de.